Ja, heute wird's verrückt, denn ich habe zwei ganz verrückte Charaktere aus dem DC-Universum. Den Joker aus Suicide Squad und die Cartoon Harley Quinn. Ja, zwei Q-Posket-Figuren. Richtig cool, nach den Disney-Prinzessinnen kann ich euch die beiden hier auch noch zeigen. Dank der Retro-Helden und Heo, wunderbare Figuren. Ben Presto Q-Poskets, ich feiere die sehr. Schauen uns die einfach mal genauer an. Harley und Joker, zwei absolut kultige Charaktere aus dem DC-Universum. Wir holen uns erstmal die Harley Quinn nach vorne. Ja, Harley Quinn, man sieht schon vorne, die guckt wirklich keck. Auf der Seite haben wir nochmal ein etwas anderes Bild, wo sie ebenfalls denselben Blick hat. Ist klar, ist die gleiche Figur abgebildet. Auf der Rückseite sehen wir schon die ganze Figur, wie sie später komplett aussieht. Und auf der anderen Seite hier nochmal eine andere Aufnahme. Und natürlich die zwei Varianten, ne? Die A- und die B-Variante. Ja, die unterscheidet sich hier primär darin, dass sie anstatt schwarz blau hat. Und wir haben, glaube ich, die, ja, die rot-schwarze Variante. Oder zumindest ist es ein sehr dunkles Blau. Gucken wir uns nochmal die Joker-Verpackung an. Der Joker aus Suicide Squad. Ja, eine niedliche Variante. Ich weiß gar nicht, das ist schon fast ein bisschen zu niedlich. Aber ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn man die Figur gleich komplett sieht. Aus dem Film Suicide Squad natürlich. Auch hier zwei verschiedene Varianten. Die Standardvariante A und die etwas hellere Variante mit helleren Farbtönen ist die B-Variante. Ne, auf der Rückseite sehen wir schon die ganze Figur. Wirklich toll gemacht hier mit diesem Haha und diese ganzen Kleinigkeiten am Rand. Das sieht super aus. Na, und hier auch nochmal. Ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt ist mit der Hand. Da freue ich mich drauf, mir das gleich genau anzugucken. Und das machen wir jetzt auch. Wir packen sie mal aus. Wie immer die zwei Figuren erstmal in Plastik eingewickelt. Das muss natürlich auch noch verschwinden. So geht das natürlich nicht. So, da liegen sie jetzt. Zerlegt. Aber das hilft uns ja auch noch nicht weiter. Ich zeige euch kurz anhand des Jokers, was wir hier so für Einzelteile haben. Wir haben einmal kurz den Kopf. Dann haben wir einmal den kompletten Körper mit allem drum und dran. Da gibt es jetzt keine Hände zum Aufstecken, wie bei manchen anderen Figuren. Wir haben hier seinen Gehstock. Oder seinen Pimpstock, wie man es auch nennen will. Dazu haben wir dann die Aufhängung, wo wir die Figur später dran aufhängen können sozusagen, damit die auch nicht von ihrer Base runterfällt. Und natürlich die passende Base, die bei allen Q-Poskets dabei ist. Hier hat man diesmal auch genau dasselbe Muster genommen wie bei allen anderen. Das hat man halt nicht verändert. Hätte man natürlich machen können, hätte man hier Bat-Symbole drauf machen können oder sowas. Aber so ist es zumindest einheitlich im Regal, wenn man verschiedene Reihen hat. Kommen wir mal zur Montage. Da schnappen wir uns einfach mal auch den Joker. Wir nehmen die Plattform, gucken uns das mal genau an. Ihr seht schon, die Plattform ist verstiftet und in den Füßen sind kleine Löcher drin. Das heißt, man kann die hier so draufsetzen. Das funktioniert ganz einwandfrei. Na, das sitzt auch schön fest, dass da nichts verrutscht. Das passt sehr gut. So, und dann können wir ihm seinen Stab in die Hand geben. Das funktioniert auch. Der hat hier unten auch ein kleines Loch im Standy, dass das hält. Na, dann können wir den hier unten so reinmachen und ihm auch in die Hand geben. Das funktioniert auch. Das ist wahrscheinlich ein bisschen friggelig. Ich probiere das mal so von vorne reinzuschieben. Ja, das funktioniert. Und dann kann man den hier unten festsetzen. Das reicht schon, wenn man den so leicht reinsteckt. Und dann haben wir noch den Kopf. Und den kann man hier oben einfach drauf stupseln. Na, und dann kann man das so machen, dass er dann auch die Hand davor hat. Sehr schön. Das Ding hier braucht man in diesem Falle noch nicht mal. Aber wenn man es benutzen will, ups, jetzt ist mir der Stab da unten wieder rausgerutscht. Ich habe den auch nicht wirklich reingestöpselt. Den kann man hier hinten festsetzen und dann hält er halt hier den Hals so ein bisschen hoch. Ja, damit die Figur nicht umkippt. Das kann man hier so festsetzen. Sieht man auch nicht, wenn man von vorne guckt. Deswegen kann man das ruhig machen. Na, dasselbe natürlich bei der Harley. Aber das mache ich jetzt wieder wie immer. Die Harley hat noch eine Besonderheit. Das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch natürlich die Figur noch aus der Nähe. Na, die hat nämlich noch ihren Hammer dabei, den kann man hier auch festsetzen. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig reingesetzt habe und auch sie hat hinten halt diesen Standy, den sie aber gar nicht braucht, denn das funktioniert auch ohne sehr gut, den kann man auch weglassen. So, ich nehme den mal wieder raus, wenn ich ihn dann rauskriege. So, dann sitzt das auch und die verwackelt nicht und das passt sehr gut. Ja, aus der Nähe betrachtet ist die Harley wirklich extrem süß. Schaut euch das an, na, der Kopf ist drehbar. Zumindest ein Stück weit. Ich denke mal, er könnte sogar 360 Grad drehbar sein, aber das wollen wir jetzt nicht machen. Nicht, dass das
ja, dann nachher so leichtgängig ist, dass man den Kopf immer abzieht, das möchte ich eigentlich nicht. Na, schaut euch das an, das Gesicht ist wirklich mega süß gelungen. Na, sie guckt sehr kokett, sehr frech, als wenn sie irgendwas geplant hat und das hat sie mit Sicherheit auch. Die Haare sind in diesem Fall in einem sehr dunklen Blau und Rot gehalten. Na, bei der B-Variante wäre dieser Farbton noch erheblich heller. Aber sehr schön geschwungen, das sieht alles richtig super aus. Ganz, ganz toll gemacht und wie gesagt, das Gesicht allein, schaut euch das an. Da hat man gleich Lust, mit Blödsinn zu machen. Ja, sie hat einen Hammer mit dabei, den kann man wie gesagt rausziehen, wenn man das möchte, aber dann sieht ihre Pose etwas merkwürdig aus. Sie hat ein kleines Cape, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, welche Variante das ganz genau ist. Es ist nicht die Suicide Squad Variante, es ist eine Variante aus einem der aktuelleren Comics, glaube ich. Aber das mit dem Cape, das habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Das ist neu. Na, schau, wo wir aber schon auf der Rückseite sind, schauen wir uns natürlich mal kurz den Hintern an. Das ist sehr gut gelungen. Hier mit den Holstern für ihre Revolver und dem Patronengürtel. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Na, dazu die kleine Hotpants sozusagen und dann halt die Overknee-Strümpfe und die passenden Schuhe dazu. Auch sehr, sehr cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also es ist wirklich eine ganz, ganz schön gemachte Figur. Sieht richtig, richtig toll aus. Dasselbe gilt natürlich für den Joker aus Suicide Squad. Auch der ist fantastisch gelungen. Na, das fängt an damit, dass sie an alle seine Tattoos gedacht haben. Die ganzen Kleinigkeiten, die man am Kopf sieht. Das Damaged obendrauf, das kleine J auf der Hand, das Lachen, ne, damit er noch weiter lachen kann, sozusagen. Weil wir wissen ja, na, im Film, der Gute hat vorne einen Grill drin, weil ihm der Batman wohl mal ein paar Zähne ausgeschlagen hat. Auf jeden Fall sieht das sehr niedlich aus. Auch ohne sieht das sehr niedlich aus. Die Art, wie er lächelt, ist wirklich ganz, ganz süß geworden. Also fast schon zu süß für den Joker, obwohl die Augen durchaus einen gewissen Wahnsinn ausstrahlen. Und das ist damit auf jeden Fall richtig gut getroffen. Die Klamotte ist auch sehr, sehr schön gelungen. Die ganzen Ketten, die er trägt. Der Mantel sieht sehr cool aus. Jedes Detail ist da ausgeformt. Wirklich, wirklich schön. Na, dann natürlich die großartige Boxershorts, die ganz, ganz super aussieht. Na, und ich weiß nicht, ob es Socken sind, ne, Overknees, oder ob es eventuell eine Leggings ist, aber es sieht super geil aus mit dem Bat-Symbol vorne drauf. Und natürlich dann die Stiefel. Auch da ist noch dran gedacht worden, dass auf dem Stiefel, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, noch ein Lache drauf ist sozusagen. Da ist nochmal so ein Lächeln drauf abgebildet. Ja, der Stock ist auch sehr schön. Auch sehr cool ausgemoldet, sieht alles super aus. Man hat an jeden einzelnen Ring gedacht, an den Händen. Also die Figur ist wirklich fantastisch. Die ganzen Tattoos sind da, das Lachen auf dem Bauch und so weiter ist alles da. Ganz, ganz großartig. Zwei richtig, richtig tolle Q-Posket-Figuren, da kann man nichts anderes zu sagen. Ein Muss für jeden Sammler. Die beiden sind ein wunderbares Paar, sie sehen großartig aus. Ich feiere sie sehr. Ich freue mich sehr, dass ich sie habe. Ganz, ganz großartige Figuren, total geil. Ja, Q-Posket-Figuren in dieser Größenordnung könnt ihr inzwischen überall bekommen. Ne? Und die liegen preislich so bei ca. 28 Euro. Sehr, sehr coole Figuren. Ich finde sie immer wieder toll. Ich freue mich, wenn ich euch diese Figuren zeigen kann. An dieser Stelle noch einmal Dankeschön an die Retrohelden und an Heo. Richtig genial. Allein die Harley, schaut euch das an. Dieser Blick, das ist der Wahnsinn. Na, und die Klamotte ist natürlich auch schön sexy. Und der Joker sieht einfach richtig gut aus. Man kann von Jared Leto als Joker halten, was man will, aber die Optik, die funktioniert schon. Das ist schon ziemlich genial. Und gerade bei den Q-Poskits ist das richtig toll, wenn man sich die neben Steelbook zum Beispiel stellt. Na, das macht sich sehr gut im Regal. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an dieser Review. Na, wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Lasst mir ein Abo da. Lasst auch den Retro-Helden ein Abo da. Und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin bin ich raus.